Und da sind wir wieder. Bro Gamer TV ist heute mit der dritten Runde. Hasch mich, ich bin der Frühling mit Watch Dogs. Hier ist euer Anti wieder und mein Kumpel Wohero. Hallo. Ja, also wenn ihr die letzten Videos verfolgt habt, seht ihr, ich als Anti-Hero bin in Führung mit 2-0. Und ich ergelte jetzt Wohero die weitere Chance, mich zu kriegen. Er ist dieses Mal der Gejagte wieder. Ich bin der Gejagte. Nee, das hat keinen Sinn gemacht. Ja, ich weiß. Er ist der Jäger, ich bin der Gejagte. So, jetzt macht's richtig Sinn. Ja, er ist schon unterwegs. Ich chille hier noch ein bisschen an meinem warmen Örtchen und halte mal die Augen offen, ob er sich schon nähert. Bist du denn schon auf dem Weg überhaupt? Ja, schon lange. Ich habe noch 700 Meter etwa vor mir. Und ich werde dir gleich kräftig in deinen Hintern treten müssen. In meinen Hintern? Und zwar so heftig, dass das 2 Punkte wert ist und ich den Ausgleich schaffe. Das wäre natürlich ein tolles Ding. Na, so werden wir ja hier nur nicht spielen, du Freundchen. Naja, wir sind mal gespannt, ja? Ich habe mir eine gute Karre besorgt und alles und bin jetzt auf dem Weg. Ich dachte aber nicht, wie weit ich bin, weil ich ein gemeiner fieser Knopf bin. Und ja, ich muss mal ganz kurz hier nochmal auf der Karte gucken, weil das ein bisschen verwirrend ist. Ja. Ah, okay. Das ist es also. Oh, stell dich doch noch an meinen Weg, bitte. Lach nicht so doof. Und selber nicht besser fahren. Momentan muss ich auch gar nicht fahren. Ja, natürlich. Bin ja mal gespannt. Okay, alles klar. Hast du mich denn schon gefunden oder suchst du noch? Ich bin noch am Suchen. Warum? Bist du schon am Flüchten? Ja, ich renn schon. Ich bin schon meilenweit. Nein. Man darf ja erst flüchten, wenn man den anderen sieht. Naja, kann ja sein, dass du mich schon gesehen hast. Der ist jetzt schon ein bisschen doof. Wenn mein Typ ständig so auf das Handy guckt, sieht er aus wie die Teenager heutzutage. Immer nur auf dem Handy. So schlimm sind die gar nicht, ja? Ach komm, Alter, setz beim Fahrrad fahren. Ist entspannt. Warum nicht? Gut, ich fahre jetzt nicht oft Fahrrad, aber dann würde ich das machen. Oh, ich muss noch kurz mein Mikro richten, sonst atme ich hier noch tiefer an. Das klingt ein wenig komisch. Ja, ich warte hier noch gechillt. Mach mir gerade noch einen bunten. Den E-Typen höre ich die ganze Zeit beim Telefonat zu. Du bist in diesem Viereck drin oder noch am Rand, also oder irgendwo am Rande? Na, das werde ich dir jetzt natürlich nicht sagen. Also, wo kommen wir denn da hin? Ja, du sagtest, du bist in dem Viereck, ja? Also davon gehe ich jetzt mal aus. Ich bin innerhalb dieses Vierecks. Ich könnte ganz am Rande sein, ich könnte auch in der Mitte stehen. Ich könnte aber auch sonst wo mir den Affen tanzen. Ja, es geht jetzt nur darum, dass du auch an diesem Viereck halt bist und nicht irgendwo zwei Straßen weiter. Nein, ich sagte, ich bin in diesem Rechteck. Viereck schrägt mich, schießt mich tot. Und da bin ich auch. Du sitzt doch hier bestimmt. Also, für die Zuschauer jetzt, danach gehen wir hauptsächlich. Wir nennen ein Viereck, ein Rechteck auf der Karte, was man hauptsächlich durch die Infrastruktur hier erkennen kann. Und dann kann man sich halt in diesem Bereich verstecken und der andere muss ihn halt suchen. Weil wenn wir uns durch die ganze Stadt suchen, suchen wir uns dumm und dämlich. Dann brauchen wir, glaube ich, mehr. Das wäre auch echt langweilig für die Zuschauer, wenn gleich schon sucht, dann 5 Minuten Verfolgung hat man Witzen drin. Ja. Das ist irgendwie schon komisch. So. Was ist los hier? Westbound train arriving
Ich sehe dich leider nicht. Du schreist, also wenn du mich gesehen hast, damit ich nur weiß, dass du mich gesehen hast. Wenn ich, dass ich mich jetzt hier noch so dumm und so suche und du schon bald weg bist. Ja. Ja, ich muss auch sagen, das ist auch ein schönes Versteck. Eigentlich total primitiv, aber doch echt. Ach, den hack ich mal kurz. Ein bisschen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Bankdaten haben, du Affe. Komm her. Keine Bankdaten. Schön. Ah. Mache ich jetzt mal zum Wohle der Zuschauer einen Tipp. Oh. Ich hab dich gesehen. Du bist bei mir ganz in der Nähe. Du hast mich gesehen? Ja. Aber dann kannst du ja nur oben sein. Bei der Bahn. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ja, ich verstehe, aber. Also das kacke ist, ne? Ja. Ah, hä? Aber. Nee. What? Willst du mich jetzt hier bitte gesehen haben? Ich hab dich gesehen. Dein Name ist aufgetaucht. Ja, jetzt bist du bestimmt für meilenweit wieder weg. Nein, nein, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ohne Scheiß. Ich warte da noch. Ich sehe, ich sehe deinen Namen. Ah. Ich glaube, jetzt habe ich dich auch ganz kurz gesehen. So. Ich bin mir nicht sicher. Ich verpiss mich dann mal, okay? Okay, ich weiß Bescheid. Ja, du bist in der Bahn, du. Käse, du. Ja, voilà. Ja, gut, das ist jetzt natürlich schon. Genau. Ah, lass mich durch, du Oller, Alter. Ja, ja. Ja, in die Bahn zu steigen war jetzt schon ein bisschen viel. Ja, gib ich zu. Aber guck mal, ich halte gerade an der nächsten Station, so fair bin ich. Nee, du hältst gerade nicht an der nächsten Station. Doch. Die nächste Station kommt jetzt. Du bist ja auch gerade stehen geblieben, oder? Nee, jetzt bleib stehen. Okay, dann habe ich gerade den falschen Zug angehalten. Für eine Kacke. Happy Birthday. Fährst du weiter im Zug? Nein, ich bin ausgestiegen. Allein zu dir und den Zuschauern zu Wohle. So, jetzt müssen wir uns jetzt nochmal ein bisschen unauffällig fortbewegen. So. Das ist Schwachsinn. So, ich hab dich noch nicht geortet. Nein, oh, fuck! Scheiße! Oh, da hab ich dich hart genutzt. Oh. Nicht schlecht. Okay. Ich bin egal, ich hab hier eiskalt meinen Wagen hingestellt, hab mich hingestellt und dann sehe ich dich oben und denke so, Scheiße, das hat er dich doch garantiert gesehen und dann kommst du gerade runtergelaufen und dann hast du auch gesagt, oh, jetzt muss ich mich hier langsam fortbewegen. Und dann komm den Trollste jetzt. Und dann schön unten hingestellt und gewartet. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Okay, der Punkt geht eindeutig an dich. Sehr gut. Ja, es ist perfekt gemacht hier. Perfekt. Oh, jetzt siehst du aber richtig scheiße aus, du. Was soll ich, was sollst du sagen? Du bist eine Frau. Und? Ey. So, ja, also das war die Runde 3. War Hero hat eindeutig aufgeholt. Warum auch das aber jetzt sein sollte. Ja, keine Ahnung, ich hätte gerade Lust drauf. Schöne Sache. Nein, auf jeden Fall war das jetzt unsere Runde 3, unser drittes Video. Wenn euch die 3 Runden gefallen haben, lasst es uns wissen. Wir werden mehr produzieren. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend und wir sehen uns. Tschüss, bis später.